Tominiacs Gaming Overdose. Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder bzw. Tominiacs Gaming Overdose. Heute geht's weiter mit der Champ-Reihe und ich zeige euch Champ Galaxia. Das ist eine sehr schöne, ja, Spielhallenportierung, auch hier wieder mit einem gewissen Dreh. Und zuerst kriegt ihr mal die Classic-Variante zu sehen. Und jo, da habe ich da das gerade mal entsprechend eingestellt. Level 1. Und man sieht wirklich auch von der Grafik und von den Soundgeräuschen, es ist ganz dicht an der Arcade-Variante. Auch hier müssen wieder... Ups, falsche Taste erwischt. verschiedene Angriffswellen besiegt werden, die natürlich mit jedem Schwierigkeitsgrad, wieder mit jedem Level immer härter werden. Und ja, so sieht das also aus. Welle 1. 1997 kam es raus, das Game. Und ja, ich lese euch mal vor, was man damals haben musste, damit es läuft auf dem Rechner. Mindestens ein 386er mit 33 MHz oder besser IBM PC oder ein 100% kompatibler Rechner. Dann DOS 3.1 oder höher, Win 3.x, Win 9x. Also es sollte eigentlich auch unter Windows 95 laufen, aber unter Windows 10 kriegt man es halt so ohne weiteres nicht mehr ans Laufen. Ihr könnt trotzdem in den Genuss kommen, denn das Ganze müsste mittlerweile auch auf verschiedenen Seiten im Browser laufen, sodass ihr es direkt vom Browser aus zocken könnt. Und ich kann es nur empfehlen, guckt es euch mal an, vor allem auch die Champ-Variante, die ihr dann später noch zu sehen kriegen werdet. VGA, VESA-kompatible VGA-Karte ist gefordert. Unterstützt Soundblaster-Karte oder kompatible ein oder zwei analoge Joysticks. Digital Joystick using Champ-Cable. Okay, das habe ich jetzt nicht. Und auch Mausunterstützung. Jawohl, so sieht's aus. Und ich denke mal, da habt ihr jetzt mal genug von der Classic-Variante gesehen. Und wir gehen gleich über zur Champ-Variante. So, und hier habe ich jetzt mal rüber geswitcht in den Champ-Modus, beziehungsweise ich bin gerade dabei. So, da sind wir im Menü, Classic switchen um zu Champ. Man kann übrigens hier noch das Startlevel wählen, man kann hier relativ viel einstellen, man kann das wirklich nach seinen Wünschen konfigurieren, mehr oder weniger. Also diese Champ-Varianten haben wirklich mehr Möglichkeiten als die Arcade-Variante. Und man sieht hier schon, in der Angriffswelle sind Buchstaben. Diese Buchstaben bedeuten spezielle Extras. Was auch noch witzig ist, dass die Aliens sich anders verhalten teilweise, wie zum Beispiel da diese Fliege, die blaue, da sieht man zum Teil, wenn die angreift, nur die Augen. Das ist also schon extrem heftig, das erhöht den Schwierigkeitsgrad also schon deutlich. Da kommt es und... tja, immer wenn ich was haben will, sterbe ich vorher. Merkwürdig. Praktisch ist übrigens, dass man hier den Feuerknopf gedrückt halten kann. Man sieht dann immer so zwei Schüsse auf einmal. Ja, die Augen schon wieder. Oh! Die Augen des Todes. Einer noch. Haben wir, jawohl. Unten rechts sieht man übrigens eingeblendet, welches Level man gerade vor sich hat. Das ist also hier Level 2. Ja, und diese blauen Fliegen, wenn die angreifen, sind die teilweise echt mega schwer zu sehen, weil die Augen mehr oder weniger wie der Sternhintergrund aussehen. Das ist schon eine kleine Gemeinheit. Da muss man echt völlig aufpassen. Also aus dem Nichts hat man plötzlich die Augen im Cockpit. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spaßige Variante. Mir gefällt hier die Champ-Version auch besser als die Arcade-Variante. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen, das so zu machen. Das finde ich also wirklich recht gelungen. Boom, schon wieder erwischt. Immer so kurz vor Ende der Staffel. Einer übrig, zack, weiter geht's. So, was ist denn das W? Ich habe noch nicht so richtig raus, was die einzelnen Buchstaben bedeuten. Ich hoffe, ich krieg's. Jo. W wie, weiß ich auch nicht. Und ein E hinterher. Ist aber nicht so... Oh, guck mal, da schieße ich im Moment kurz doppelt. Aber es war nur ein kurzer Moment. Ich glaube, ich habe hier sowas wie Schnellfeuer. Ich konnte jetzt schneller schießen. Ich frage mich nur, habe ich es jetzt noch? Nee.
Also, nach dem Ableben ist das Schnellfeuer leider wieder futsch. Boah. Ja, das war's. Aber immerhin, ich habe einen Platz in der Highscore. Ja, das war mal ein kurzer Einblick in Champ Galaxia. Wie gesagt, sehr gut gemachtes Remake zu Galaxian aus der Arcade-Halle. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Macht's gut, Leute!